Das Schwert der Lügen? Ja, erstmal könnt ihr mich heilen. Meine Kräfte sind an diesem Ort wirkungslos. Ich fürchte, ich kann euch nicht helfen. Ja. Das Schwert der Lügen, ihr sprecht in Rätseln, alter Mann. Habt ihr jemals vom Zeitalter des Chaos oder Ulswing, den Waffenmeister, gehört? Nein? Nun, es sieht ganz so aus, als müsste ich ganz am Anfang beginnen. Bitte sagt mir, was ihr wisst. Ulswing war sowohl ein brillanter Zauberer als auch bewandert in den Künsten des Schwertkampfs. Er war ein wahrer Kampfmagier. Was passierte mit Ulswing? Er wurde Mitglied der Verdammten und schmiedete das Schwert der Lügen nach genauen Anweisungen des verfluchten Herrn des Chaos. Der böse Gott brachte einen kleinen Teil seiner Lebenskraft, seiner Seele, falls Götter so etwas besitzen, in das Schwert ein. Das machte es zu der schrecklichsten Waffe, die jemals in unsere arme Welt bedroht hat. So, was passierte dann? Ulswing wurde der Träger dieser verzauberten Klinge, und der Herr des Chaos führte dieselbe, die der Verdammten und eine Horde höllenbeschwörender Dämonen in dem Kampf gegen die sieben Rassen in die Schlacht. Weite Teile Flüsheims und selbst die berühmte Magierschule Rai-Alor wurden zerstört. Es war schrecklich, mit anzusehen, wie viele Unschuldige abgeschlachtet sind. Wie gelang es den sieben Rassen, den Herrn des Chaos aufzuhalten? Als der Krieg seinen Höhepunkt erreicht hatte, haben die überlebenden Armeen der Legion der Sieben den Herrn des Chaos auf dem Schlachtfeld gestellt. Mit 3L. Sie benutzen alle ihre Kräfte strategisch, magisch und einfach Betrügereien, um die schwarze Gottheit aus Rivellon zu verbannen. Bei den Göttern, sie haben solch einen mächtigen Gegner einfach verbannt? Sie waren erfolgreich, aber der Sieg kostete den Rat der Sieben alles, was sie hergeben konnten. Sie opferten ihr Leben, um den stinkenden Gott zu verbannen. Erzählt mir doch bitte vom Schwert der Lügen. Achso, das habe ich schon. Können wir jetzt aufbrechen? Nein, wir müssen erst erledigen, was ich ursprünglich hierher führte. Nämlich nachsehen, ob sich das Schwert der Lügen noch an seinem Platz befindet. Ich werde gehen und nachsehen. Wo ist das Schwert der Lügen? Ihr findet es auf der anderen Seite dieses Kellers. Doch ist es durch eine magische Tür gesichert. Ihr müsst das magische Wort, ein magisches Wort aussprechen, damit sie sich öffnet. Das magische Wort lautet Avas Enrod. Doch achtet darauf, die Tür nicht zu verärgern. Sie ist mit äußerst mächtiger Magie ausgestattet. Wie lautet das Wort noch gleich? Avas Enrod. Also gut. Anvas Enrod. So, hier sind ein paar Dinge, die ich jetzt nicht brauche. Was sagt denn die Karte da? Ach so, ja, das ist übrigens irgendwie so ein Bug, dass manchmal die Karte im Untergrund sich verbindet mit sämtlichen anderen Untergrundkarten und dann teilweise unter der Revlon-Karte hängt. Normalerweise sollte ich nur dieses kleine Gebiet sehen. Naja. Aber man kann ja Bugs bei dem großen Spiel mal verzeihen, vor allem da es schon so alt ist. Die Firma recht unbekannt ist. So, ich nehme aber die ganzen Schätze mal noch mit. Ich glaube, man hätte auch diese Tränke der Heilung als äquivalent bekommen, wenn man es hätte hier versuchen sollen. Damit man auch ja das schaffen kann. So, hier schnappe ich mir natürlich auch noch alle Schätze. Komm. Gib mir die Rubine, gib mir die Goldmünzen. Smaragde. Okay, und jetzt noch mehr Goldmünzen. So. Okay. Jetzt suchen wir uns den Weg zum Schwert der Lügen. Können immer noch keine Magie wirken, oder? Nein. So. Die Tür. Halt, sagt das magische Wort. Das magische Wort ist Anvas Enrod. Nee, Avas Enrod? What the fuck? Warum ist das jetzt so rum? Na egal.
Das magische Wort wurde korrekt ausgesprochen. Ihr habt nun Zutritt zur Schatzkammer von Burg Eisenfaust. Dieses Rülpsgeräusch ist überhaupt nicht ekelhaft, aber okay. So. Was haben wir hier noch so? Zwei Helme. Hier Truhe ist auch noch was. Ja, Rubin. Ich möchte möglichst so viel, wie es geht, mitnehmen. Ich muss erst etwas ablegen. Wer weiß, wann ich hier nochmal hinkomme, falls ich hier nochmal hinkomme. Weiß ich nämlich gerade gar nicht selbst. Enthält nichts, das ist gut. Aber hier ist natürlich nochmal was. Ich muss erst etwas ablegen. So, enthält nichts, enthält nichts, enthält einen Gegenstand. Ich muss erst etwas ablegen. Dies muss die Schatzkammer im Herzen der Burg sein. Verdammt, sie ist leer. Das Schwert der Lügen ist nirgends zu sehen. Na gut, dann sollte ich lieber Zandalor Bescheid sagen, dass das verfluchte Ding verschwunden ist. Gucken wir mal, ob ich noch was mitnehmen kann. Bitte sag mir, dass ich hier wirklich alles mitnehmen kann. Und noch ein Gegenstand. Bitte. Ja, okay. Und jetzt noch das letzte Teil, den Spielzeugdrachen. Was macht dieses Spielzeug hier? Okay, ich könnte alles mitnehmen. Wunderbar. Ein Spielzeug, kein Schwert. So, es geht jetzt natürlich ein bisschen langsamer, es tut mir leid, aber ich möchte wirklich, da ich die Schatzkammer einmal ausräumen, wenn ich schon kann. Okay. Es geht jetzt ganz langsam voran, zurück zu Zandalore. Aber das sollte eigentlich passen. Und dann können wir auch endlich hier dieses Gebiet verlassen. Krankenwagen, na super. Stört er in meiner Aufnahme? Was soll denn das hier? So ein Rotz. Okay. Wir machen die Gemeinquest gleich noch weiter. Habt ihr das Schwert der Lügen schon gefunden? Ich fand den Raum, an dem das Schwert der Lügen gewöhnlich aufbewahrt wurde, aber das Dämonenschwert selbst konnte ich nicht entdecken. Es wurde entwendet. Ich wusste es. Das Schwert der Lügen musste die Schlüsselrolle in dieser Sache spielen. Ich fragte mich schon, wie der junge Janus zu solcher Macht kommen konnte. Meine Ahnung hat sich also bewahrheitet. Er hat das Schwert der Lügen an sich genommen. Nur fehlt mir bisher der Beweis. Jetzt endlich wird mir das Ausmaß der Gefahr bewusst, in der wir schweben. Neben der Stelle, wo eigentlich das Schwert der Lügen sein sollte, habe ich dieses Spielzeug gefunden. Ein Spielzeug? Nun wird mir alles einiges klar. Ich glaube, Janus hat es irgendwie geschafft, die Schatzkammer zu betreten, nahm das Schwert an sich und war dann natürlich zu schwach, der Macht des Dämons zu widerstehen. Ich fürchte, wir können nichts tun, um Janus zu retten. Also ist Janus im Besitz des Schwert der Lügen? Ihr scheint ziemlich aufgebracht zu sein. Besteht da eine Gefahr für die sieben Rassen? Oh ja, im Schwert der Lügen schlummert da immer noch ein kleiner Teil des Herrn des Chaos. Er hat von Janus Besitz ergriffen und ich fürchte, wir können nichts tun, um ihn zu retten. Der Herzog, den wir sehen, ist nicht länger der wahre Janus. Der Junge, er war immer ein willensschwache, verwöhnte Brut, aber seine momentane Schlauheit und Grausamkeit sind die des Herrn des Chaos. Ihr meint, Janus ist der Herr des Chaos? Nein, das ist unmöglich. Der Herr des Chaos wurde für immer verbannt. Aber es ist sicher, dass Janus und der Schwarze Ring keine guten Absichten haben. Es ist alles so alarmierend. Sieht fast so aus, als gerieten die Dinge außer Kontrolle. Es gibt immer noch Hoffnung, dass wir die momentane Situation ändern können. Der zweite Gezeichnete erwartet uns im Gasthaus zum Zwergenbrot. Was kann der Schwarze Ring bereits von was, wenn der Schwarze Ring bereits von ihm weiß? Lasst uns so schnell wie möglich zum Gasthaus zum Zwergenbrot gehen. Ich habe mich auf so einige Unwägbarkeiten eingestellt. Dieser Trank, den ich bei mir trage, wird mir, so hoffe ich, die Fähigkeit verleihen, uns in Sicherheit zu teleportieren. Ich hoffe, er wirkt, sonst kommen wir niemals hier raus.
habe uns in das Gasthaus zum Zwergenboot teleportiert. Hier wartet die andere Gezeichnete auf uns. Sehr gut, dann lass sie uns suchen. Entschuldigt, gnädiger Herr? Ja, mein Sohn? Könntet ihr mir behilflich sein, Tier? Das kommt ganz darauf an, mein Sohn. Na, raus mit der Sprache. Nur keine Angst. Ich glaube, da draußen planen gerade ein paar Schurken einen Mord. Was? Zeige mir den Weg, Sohn. Ich werde mich sofort darum kümmern. Hab Dank, Sir. Hier entlang. Kommt hier entlang. Wartet hier, Sir. Warten? Was geht hier vor? Ich sage dir, was passieren wird, dreckiger Mensch. Du wirst gleich sterben. Verdammt, du hast mich überlistet, kleiner Teufel. Geld regiert die Welt, Blödmann. Besser du stirbst, als dass meine Eltern hungern. Genug davon. Attentäter, tötet ihn. Typisch. Diese Attentäter von heute sind ungefähr so gefährlich wie die Milchmädchen. Na gut, dann werde ich dich eben selbst töten müssen. Ich habe euch den Kerl gebracht. Jetzt will ich mein Geld, Stinkmaul. Oh ja, wirklich. Du hast es verdient, Großer. Ja. Aber wenn ich es mir recht überlege, ich glaube, ich behalte das Geld lieber und bringe dich einfach um. Was? Nein, bitte tu mir nichts, gnädiger Herr. Geld regiert die Welt, Blödmann. Oh nein, schnell. Wir müssen versuchen, den anderen Gezeichneten zu retten. Ja, wir machen ganz schnell. Ach, es ist zu spät. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Ich habe wieder einmal versagt, den Gezeichneten zu schützen. Ich fühle, wie sich die Hand des Unheils über uns ausstreckt. Aber das bedeutet, dass ich die einzige verbleibende Gezeichnete bin. Ich fürchte, so ist es, liebe Freundin. Und das bedeutet auch, dass ihr nun unsere einzige Hoffnung seid. Das hat sich schon zu lange hingezogen. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Ich will uns an einen sicheren Ort teleportieren, wo wir das Ritual abhalten können und ihr zur Göttlichen werdet. Ihr habt recht, wir dürfen keine Zeit verlieren. Lasst uns aufbrechen. Ich würde vorher gerne ein paar Dinge zusammensuchen, bevor wir gehen. Wenn es unbedingt sein muss, aber bitte beeilt euch. Ich möchte nicht, dass ihr gleich Schicksal erleidet wie die anderen. So. Jetzt möchte ich mich erstmal ein bisschen vorzeigen. Außerdem, man kann übrigens so rein just for fun die Typen auch wiederbeleben, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Thunderlore konnte es nicht, aber ich kann's. Hahaha. Ja, so. Und dann werde ich mal kurz zum Teleporter gehen. Beim Gasthaus Zwergenbrot. Und ich werde verkaufen. Teleporter war doch hier irgendwo, oder? Ja, da oben. Denn ich fühle mich ein bisschen überladen, wie der eine oder andere vielleicht schon bemerkt hat. Deswegen gehen wir nach Ars Magicana und werden dort mit dem Schmied reden. Wenn der nichts hat, dann muss ich wohl oder übel zurücktreten und meine Items erstmal da lassen. So. Sag mir, dass du Geld hast. Nee. Gut. Dann werden meine Items erstmal hier abgelegt. Mal wieder. Mein provisorisches Lager. So, das heißt, das weg, das weg, das weg, das weg, das, 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 die ganzen Waffen.
Oh, ich bin nicht mehr überladen. Ich bin beeindruckt. Aber ich habe trotzdem noch viel zu viel Zeug. Den Spielzeugdrachen werde ich mal hier noch ablegen, hier rechts, weil ist ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob ich den noch brauche als Quest-Item oder so. Auf jeden Fall brauchte ich den, um Zandalor zu beweisen, dass ich den Spielzeugdrachen gefunden habe. Okay, da ich jetzt alles abgelegt habe, gehe ich jetzt zurück zum Gasthaus zum Zwergenbrot. Ich werde aber vorher noch meine Ausrüstung reparieren. Das war ja schrecklich, wie die angeschlagen ist. So. So. Und schon fühle ich mich um einiges stärker. Ich werde mich immer noch voll heilen. Und dann geht es auch direkt zu Zandalor. Seid ihr nun zum Aufbruch bereit? Wohin gehen wir? Wenn wir erst dort sind, wird euch alles offenbart. Ihr müsst Geduld haben, meine Liebe. Okay, ich bin nun zum Aufbruch bereit. Nee, noch nicht. Ich will noch kurz speichern. So, jetzt aber. Ich bin nun zum Aufbruch bereit. Seht die Versammlungshalle des Bündnisses der Sieben, errichtet vom großen Erzmagier Shen Ferrol. Sehr eindrucksvoll, aber der Rat welcher Sieben erinnert euch, alter Mann, ihr habt mir eine Erklärung versprochen. Was ist mit mir geschehen? Warum versucht man mich umzubringen? Und warum trage ich dieses Zeichen? Alles der Reihe nach. Dies ist die Versammlungshalle des Rates der Sieben Völker. Orks, Imps, Elfen, Echsen, Zwerge, Menschen und die guten Zauberer. Warum nur diese Völker? Gebührt nicht auch den Halbichtmenschen, Trollen oder Halblingen eine Stimme in eurem Rat? Und seit wann handelt es sich bei Zauberern um ein eigenständiges Volk? Ich dachte, jedes halbwegs intelligente Geschöpf könnte ein Zauberer werden. Ich muss euch wohl einiges an Geschichte vermitteln, damit ihr das alles begreift, Gezeichnete. Der ursprüngliche Rat der Sieben wurde von den mächtigsten, intelligenten Völkern Rivellons gebildet. Die Zauberer hat man als Geste der Höflichkeit dazu gebeten. Mit uns Zauberern sollte man sich stets gutstellen, und außerdem wäre die Bezeichnung Rat der Sechs Völker und Magieanwender unterschiedlicher Volkszugehörigkeit etwas unhandlich. Was hat das alles mit mir zu tun? Das Bündnis der Sieben wurde ursprünglich vor mehr als einem halben Jahrtausend geschlossen, um den Herrn des Chaos abzuwehren, den Gott des Bösen, um es einfach auszudrücken. Der Herr des Chaos war der oberste, man sieht übrigens da schon Gegner, der oberste, wo war ich? Der Herr des Chaos war der erste Gott. Genau. Entstanden aus dem Urchaos, bevor die guten Götter von der Sonne zu uns herabstiegen. Er trachtete stets danach, dass von den nachfolgenden Göttern auf der Welt geschaffene Leben zu zerstören. Sei es aus Eifersucht oder weil er einfach wieder seine Ruhe haben wollte. Ich habe über den Herrn des Chaos und Geschichten gehört, die man sich spät nachts am Feuer zuflüsterte. Doch haben die guten Götter ihn bestimmt zur Hölle gejagt. Zweimal wurde der Herr des Chaos bereits aus der Welt der Lebenden verbannt. Einmal in längst vergessenen Zeiten von den Göttern selbst und beim zweiten Mal von einer Gruppe starker und entschlossener Sterblicher. Von eben diesem Rat der Sieben Völker, den wir nun hier wieder ins Leben rufen wollen. Ich glaube, dass nur ein solcher Verbund den Machenschaften des Schwarzen Rings Einhalt gebieten kann. Wartet, als ihr diesen Namen nanntet, bemerkte ich, wie sich etwas Bösartiges in den dunklen Gängen dort drüben regte. Ich spüre, dass wir uns in schrecklicher Gefahr befinden. Ihr habt recht, mein Alter hat wohl meine Sinne getrübt, dass ich die Gegenwart eines Dämons nicht sofort vorgenommen habe. Unsere Feinde haben all jenen, die hierher kommen würden, um den Rat der Sieben wieder ins Leben zu rufen, also auch uns eine Falle gestellt. Macht euch bereit, Gezeichnete. Inkarnierte Dämonen können wie ein normale Lebewesen getötet werden, aber sie verfügen über furchteinflößende Kräfte. Wenn Waffen und Magie gegen einen Feind aus der Hölle greifen, dann schicken wir diesen Dämon dorthin zurück, wo er gekommen ist. Vorwärts, mein lieber Freund. Schon den bloßen Gedanken an Widerstand könnt ihr vergessen, alter Mann. Kann nicht.
widerstehen. Und ihr, Gezeichnete, wollen wir uns gemeinsam amüsieren? Hm? Aber zuerst müsst ihr mich fangen. Ihr müsst auf der Hut sein, Gezeichnete. Es ist eine Falle. Könnt ihr den Zauber nicht durchbrechen, der euch gefangen hält? Nein, verdammt. Ich kann mich davon nicht befreien. Ich sitze hier fest wie ein Kaninchen in der Schlinge. Je mehr ich versuche, meine Fesseln zu sprengen, desto enger ziehen sie sich zusammen. Was war das für eine Kreatur? Der Succubus ist ein weiblicher Dämon, der seine Opfer mit Illusionen und Verführungskunst in eine Falle lockt. Sie wird versuchen, euch ganz nahe zu bekommen, denn ihr Kuss ist für jeden Sterblichen tödlich. Könnt ihr eure Magie noch einsetzen? Keinesfalls gegen mein Gefängnis, und ich kann auch keinen mächtigen Zauber auf Ziele außerhalb seiner Grenzen richten. Als der Succubus angriff, schleuderte ich einen Blitzschlag entgegen, aber der Zauber wurde von dem Käfig neutralisiert. Vielleicht wirken aber die Zaubersprüche in kürzerer Reichweite noch. Lasst mich einen Heilzauber an euch ausprobieren. Schätz, Bann, Alavere. Ah ja, wenigstens euer Heilzauber wirkt noch. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie was machen könnten, hätten wir immer noch Heilzauber, die uns helfen. So, aber wir wollen... Außerdem können wir hier Mana schreien und Leben schreien. Wir wollen versuchen... Es ist mal wieder so ein Skorpion, der nicht möchte. Na gut, dann halt nicht. Hallo. Sag mal. Ah, geht doch. Und der letzte. Danke. Habe ich wenigstens 3 Stück davon. Und jetzt versuchen wir hier das Ganze zu klären. Wir haben hier Mumien als Gegner und Gespenster und den Succubus selbst. Der praktisch der